Gerald, heute haben sich die Ereignisse überschlagen, muss man sagen, am Vormittag mit diesen neuen Entwicklungen. Ein Ermittlungsverfahren, das die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, gegen den Bundeskanzler eingeleitet hast. Wie siehst du das? Es bleiben einem langsam die Worte weg. Wir machen uns ja international zu einem Gelächter. Also der Finanzminister, der von der Justiz gefilzt wird, bei dem es eine Hausdurchsuchung gibt, der Beschuldigter ist. Das wichtigste Regierungsmitglied, der Bundeskanzler, der nun auch Beschuldigter der Justiz ist. Und ich glaube, Alma Sadic, die Justizministerin, sollte langsam daran denken, vielleicht eine Großraumzelle für die österreichische Bundesregierung in einem ihrer Justizwocheanstalten einzurichten. Ich sage eines, es ist blamabel, was hier passiert. Es ist, glaube ich, international einzigartig, dass große Teile der österreichischen Regierungsbank möglicherweise auf einer Anklagebank Platz nehmen müssen und die Seiten tauschen. Man kann jetzt natürlich dazu übergehen und sagen, es ist eigentlich eh schon alles wurscht. Also die Republik versinkt in den übelsten Skandalen der 80er Jahre. Oder die österreichische Volkspartei, aber auch die Grünen besinnen sich, eine Aktion Mani Politi einzurichten. Und bei solchen schwerwiegenden Vorwürfen, es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, aber auch eine Selbstreinigung durchzuführen. Denn es zeigt sich ja immer mehr, dass diese Regierung handlungsunfähig wird aufgrund auch der justiziellen Verfolgung, der sie sich gegenüber sieht. Aber Gerald, jetzt muss man schon auch sagen, und ich sage das jetzt bewusst vielleicht ein bisschen ketzerisch auch formuliert, dass Politiker lügen, ist für den gemeinen Österreicher jetzt keine große Neuigkeit und es geht hier ja nicht um Korruption. Wie schwerwiegend ist denn dieser Vorwurf jetzt wirklich, dass er da im Urschuss anscheinend, oder der Vorwurf zumindest im Raum steht, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat? Mein lieber Niki, dir steht nur das Seriösere, das Ketzerische steht mir. Lügen, Stehlen, Betrügen sind die Grundsäulen einer gelebten Politik offenbar in Österreich, aber dennoch darf man sich damit nicht abfinden. Vor einigen Wochen präsentiert Österreichs überparteilicher Nationalratspräsident seinen einzigartigen und eigenartigen Vorstoß, die Wahrheit im Untersuchungsausschuss abzuschaffen, offenbar wohl wissend durch Informationen der Politoffiziere in der Justiz, dass der österreichische Bundeskanzler mit der Wahrheit ein Problem bekommt. Was heißt das, wenn er mit der Wahrheit ein Problem bekommt? Er wird vermeintlich überführt, die Lüge gesprochen zu haben. Und ich sage noch einmal bei der Gelegenheit, Regierungsmitglieder, der Bundespräsident, Verfassungsrichter, Rechnungshofpräsidenten, sie sind die obersten Organe der Republik. Sie sind die Basis unserer täglichen Politik, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens in Österreich, unseres demokratischen. Wenn gerade diese Persönlichkeit eben nicht über jeden Verdacht erhaben sind, ja, was sollen sich denn die Österreicherinnen und Österreicher denken? Was soll sich ein Steuerzahler denken, der jeden 15. des Monats Steuern zahlt und der Finanzminister die Verfassung bricht? Was soll sich einer denken, ein kleinkrimineller Händeldieb, wenn er vor Gericht steht und hört, dass der Bundeskanzler lügt, dass sich die Balken biegen? Es geht auch um eine Vorbildfunktion. Ich erwarte nicht, dass Politiker besser sind als alle anderen Menschen in dem Land. Ich erwarte aber, dass sie nicht schlechter sind als alle anderen. Und um das geht es auch in dieser Frage. Und abschließend noch, was erwartest du dir von den Grünen oder was schätzt du, wie die Grünen auf das Ganze reagieren? Es ist ja doch, muss man sagen, sehr auffällig, dass die Grünen sich bisher als einzige Partei nicht dazu geäußert haben. Die drei Oppositionsparteien schießen natürlich aus allen Rohren, das ist klar. Die ÖVP ist voll auf der Verteidigungs- bzw. Gegenangriffslinie. Von den Grünen hat man noch keinen Mucks gehört bisher. Gehst du davon aus, dass es da heute ein Statement geben wird? Und wenn ja, was? Jahrelang bin auch ich selbst als ehemaliger Nationalratsabgeordneter mit dem moralischen Zeigefinger der Grüninnen gegeißelt worden. Peter Pilz, Gavi Moser, Andreas Wabel, Madeleine Petrovic, wie sie alle geheißen haben, Eva Klawischnik, die die Moral und den Anstand und die Transparenz in der Politik beschworen haben und nun still und stumm sind. Also nach dem Motto, Käpferl in Sand und irgendwann wird schon drüber ziehen. Das Problem bei den Grünen ist tatsächlich da, dass die Grünen zumindest seit ihrer Gründung in den 80er Jahren immer für sich in Anspruch genommen haben, Transparenz, Sparsamkeit und Rechtschaffenheit zu leben. Und nun in Geiselhaft als kleinerer, schwacher Regierungspartner für ihre Posten in der Regierung und für die Regierungsteilhabe ihre Grundwerte aufgegeben haben. Ja, stellen wir uns vor, was ein Peter Pilz oder eine Gabi Moser selig im Parlament angestellt hätten, wenn ein österreichischer Bundeskanzler einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik im beschuldigten Status der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist. Ja, ich hätte mir das Geheule nicht vorstellen können und heute sind sie stumm. Mit betenden Händen und die andere Hand halten sie auf ihre Regierungsgage. Also das wird für die Grünen noch ein Riesenproblem werden. Was heißt das auch für die Koalition und das Klima innerhalb der Koalition, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, dass das Klima in der Koalition weiter eine größere Katastrophe wird als der sogenannte Klimawandel von Greta Thunberg. Ich glaube, es ist mittlerweile die Eiszeit angesagt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die dafür zuständige Justizministerin Alma Sadic quasi keinerlei Einfluss mehr, ja Gottlob, mehr auf ihre Justiz ausübt und die Staatsanwälte quasi jetzt endlich so arbeiten können, wie sie es eigentlich gewohnt wären, also die politischen Repressalien durch den Ressortchef weg sind. Aber es wird natürlich irgendwann einmal die Rache der österreichischen Volkspartei kommen, denn es ist immerhin das Kabinett der grünen Justizministerin, wenngleich sie nur einen geringen Einfluss hat, das derzeit eine große Grillparty mit den türkisen Regierungsmitgliedern veranstaltet, wie die Händeln am Kreis werden sie gegrillt über dem Feuer der Justiz. Ja, ob das dem Honeymoon von Werner Kogler und Sebastian Kurz zuträglich ist, das wage ich bei dieser Gelegenheit schwer zu bezweifeln.